Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir ein Unboxing machen und zwar geht es um die Glossybox Superbox. Die befindet sich hier, noch in dem Karton. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und ich verlose tatsächlich auch eine Box an einen von euch. Warum ich gerade so ein bisschen stocke, ist, naja, also erstmal war es gar nicht so leicht, diese Box zu finden. Also mir haben ein paar von euch tatsächlich auch den Link geschickt und gesagt, Mensch Claudi, schau da mal vorbei. Wenn du quasi bei Glossybox in die Suchleiste Superbox eingibst, dann wird dir die Box angezeigt. Das ist ja quasi jetzt die Real Birthday Edition der Glossybox, die aber dann doch irgendwie ganz schön geheim ist. Und wie soll ich das sagen? Du hast 15 Produkte in dieser Box. Du hast 45 Euro bezahlt. 15 Produkte würdest du auch für 45 Euro bekommen, wenn du ein 3-Monats-Abo abschließen würdest. Das hatte ich mit der lieben Cindy besprochen, Rosa87Lee. Wir hatten nämlich, nachdem ich diesen Link auch an mehrere andere geteilt habe, geschrieben und da sagte sie, hast du mal nachgerechnet? Und sie hat vollkommen recht. Dann habe ich weiter überlegt, okay, du hast einen Wert von, ich glaube, 220, 230 Euro. Das sind dann ungefähr 72, 73 Euro pro Box dann ja quasi. Das hast du auch manchmal gehabt, also bei guten Boxen von der Glossybox, ne? Naja, also so mega einen Schnapp macht man damit auch nicht. Und dann habe ich auch noch gehört, dass sich in dieser Box eigentlich nur Produkte befinden, die schon im Glossybox Adventskalender waren, den man sich auch gekauft hat. Ich weiß noch nicht, mit welcher Stimmung ich jetzt diese Box öffnen werde, aber wie du merkst, ist es etwas verhalten. Ich hatte erst überlegt, dieses Video gar nicht zu drehen und einfach dann random beide Boxen zu verlosen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, du willst wenigstens wissen, was drin ist und wie es dann irgendwie auch ist, vielleicht so als Second Impression, vielleicht habe ich das ja auch schon mal verwendet und fand das nicht so geil oder ich habe es verwendet, fand es mega geil, habe es aufgebraucht, weiß ich nicht. Wir gucken mal rein und das war jetzt ein ziemlich langes Intro. Hier ist die Box und wir öffnen sie mal. Die kommt nämlich in diesem Design, was man quasi per Instagram-Abstimmung, glaube ich, sogar abstimmen konnte. Und die meisten haben sich dann für diese Box entschieden. Und hier auf meinem Tisch habe ich eine zweite davon und die wird dann einen von euch verlost. Wie gesagt, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach vorbei und mach gerne mit. So, wir machen die Box einmal auf. Und auch das Design ist jetzt nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Das hatten wir ja schon mehrfach. Also ich bewahre solche Boxen ja auch gerne auf. Und ich habe da vorne in meinem Aufbewahrungssystem für Geschenksachen zum Verpacken tatsächlich schon ein, zwei von diesen Boxen drin. Aber gut. Sie riecht frisch. Genau, die sei unvoreingenommen. Das muss ich mir die ganze Zeit sagen, ne? Weil ich eigentlich so mega enttäuscht bin. Das Glossy Magazin haben wir hier mit die Glossybox Super Edition. Es ist auch ganz hübsch, dass sie hier nochmal das Thema aufgegriffen haben. Der Box vom Design her, ja. Dann gucken wir mal, was sich der Autor dabei gedacht hat. Die Glossybox Super Edition. Diese Box hat einen dreifach Wow verdient, denn sie vereint unser beliebtestes Special Design der vergangenen Monate mit monsterstarkem Inhalt. Auf dich warten diesmal nicht 5, nicht 10, sondern 15 absolute Produkt-Highlights, die schöner machen von Kopf bis Fuß. Ja gut, du zahlst ja auch für 3x5 Produkte genau das gleiche wie für 3 Monats. Egal, Boxen. Freu dich auf coole Must-Haves, die deine tägliche Beauty-Routine perfekt ergänzen und bereichern. Entdecke neue Favorites und lass dich zu frischen Looks inspirieren. Jeden Tag aufs Neue. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, dein Glossybox-Team. Okay, sagen wir es mal so. Auch wenn da nur Produkte aus dem Glossybox Adventskalender drin sind, sind es ja dennoch gute Produkte. Das möchte ich ja nicht abstreiten. Aber hier steht in diesem Heftchen drin, alles mit neu und hasse nicht gesehen. Wenn das jetzt alles ausgelutschte Produkte sind, dann finde ich das halt irgendwie ganz schön frech, oder? Schreib mir deine Meinung dazu gerne unten in die Infobox, aber nicht dem Video einen Daumen nach unten geben, weil da kann ich nichts für. So, ich öffne das Schleifchen, ich öffne das Seidenpapier und habe es geöffnet, ohne es zu zerreißen. Das ist schon mal schön. Und hier haben wir tatsächlich den Blick in die Box und irgendwie kommt mir alles wirklich sehr bekannt vor. Okay. Wir fangen an mit Daily Concepts Your Facial Mini Scrubber with Smart Technology. Ja, auch dieses Abschminkpad hatte ich tatsächlich in dem Glossybox Adventskalender, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich benutze ja auch gerne die Washis als Alternative zu den Wattepads. Ne? Es ist ein gutes Produkt, war aber schon mal da. Von Kamameyu, Charcoal Age Defense Cognac Sponge. Ja, auch diesen Schwamm hatte ich tatsächlich, so wenn mich nicht alles täuscht, im Adventskalender drin. Und ich sage es auch nicht mehr nochmal immer wieder dazu, weil es wird wahrscheinlich alle Produkte hier drin betreffen. Außer die Produkte, wo ich explizit sage, die waren nicht im Kalender, okay? Sonst ist das, glaube ich, auch ziemlich nervig für euch. Den hatte ich auch ausgetestet. Hat mir persönlich, ehrlich gesagt, nicht so gut gefallen wie der, den ich von Garnier letztens auch mir mal geholt habe, beziehungsweise der im Tauschpaket drin war und den ich mal verlost habe, genau. Und sowas ist schön, um das Gesicht zu reinigen. Ich denke, dass ich mir den tatsächlich auch wieder in die Dusche hängen werde, weil mir das gut gefallen hat vom von der Idee an sich, ne, dass du quasi dann immer halt diesen Cognac-Schwamm da drin hast. Aber soweit mich nicht alles täuscht, war der ganz schön teuer. Also ziemlich überteuert. Dann haben wir hier drin von Mina The Lip Primer. Das fand ich, ja, damals schon merkwürdig, weil wofür brauche ich einen Lippenprimer? Dann haben mir aber auch manche gesagt, nachdem ich den dann halt auch weggegeben habe, Mensch Claudi, den kannst du doch super nehmen unter einem Liquid Lipstick, der mattiert. Das ist ein guter Hinweis und das werden wir auch gerne mal zusammen austesten. So, wir haben jetzt hier von Sleek den Matte Me Ultra Smooth Lip Matte Lip Cream und den hatte ich auch aussortiert, weil ich andere da habe. Den mache ich mir auf die eine Hälfte und auf der anderen Hälfte mache ich mir den Primer mit drauf. Genau, das heißt, ich mache erst den Primer drauf. Der kommt hier in einem Tübchen und das ist einfach eine weiße Creme, die da rauskommt. Ich nehme mir mal so ein bisschen darunter. Das kommt hier direkt, weil die Tube unter Druck steht, schon so rausgeschossen. Okay, wenn man den sich aufgibt, der zieht halt direkt ein. Aber man fühlt auf jeden Fall, dass der die Lippen mit Feuchtigkeit versorgt. Das heißt, ich kann mir den auch sehr gut als Lippenpflege vorstellen. Und dann mache ich mir jetzt einfach mal von Sleek die Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream drauf. Und was soll ich sagen? Ich sehe keinen Unterschied und ich fühle keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Lippenprimer vorher drunter gebe oder eben nicht. Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, oder? Naja, aber als Lippenpflege, wie gesagt, kann ich mir das gut vorstellen und werde ich auch als Lippenpflege dann entsprechend verwenden. Das ist ganz nice, aber für unter einem Liquid Lipstick, also ich lasse es jetzt mal antrocknen und guck mal, ob sich meine Meinung dann noch irgendwie im Laufe des Videos verändert. Ne? Aber ansonsten, naja, nice to have, aber kein must have. Ein Produkt habe ich hier mit drin, was ich auch schon mal aussortiert hatte, glaube ich. Diese Spülung, Maske, Entschuldigung, soll unheimlich gut sein. Ich hatte den Duft nicht so als extrem toll empfunden, als ich das so halt einfach gerochen habe. Ne? Aber es wurde halt gesagt, nein, versuch das einfach mal, aber da hatte ich das schon weitergegeben. Ich werde es ausprobieren und ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr teures Produkt ist. Es wird ausprobiert. Irgendwann. So, jetzt habe ich hier ein Produkt drin, was ich jetzt direkt mit euch testen kann. Das ist von Hey Honey, der Trick and Treat Concealer in der Farbe Light to Medium Tone. Und der soll ja auch extrem super sein. Ich hatte den schon mal und ich weiß gar nicht, warum ich den weggegeben habe. Ich glaube, weil eine Freundin halt genau gerade einen suchte und dann habe ich ihr den gegeben. Und den teste ich jetzt einfach mal aus, indem ich mir den hier einfach direkt unter mein Auge gebe. Hey, da kommt gar nichts raus. Hallo? Hallo? Bitte? Kommen Sie, komm. Oh, ja, da. Okay, so. Ein bisschen viel, ne? Ja, also er hat eine sehr leichte Textur und auch eine sehr leichte Deckkraft. Ob der mir jetzt in die Fältchen rutscht, werden wir jetzt ja im Laufe des Videos sehen. Ich werde euch sowieso am Ende nochmal ranzoomen. Ja, aber ja, es ist halt ein ganz, ganz leichter, ganz dezenter Concealer, der jetzt hier mein Viech hier, meine Rötung nicht unbedingt abdecken wird. Aber, ja, halt ein leichter Alltagsconcealer, würde ich mal so sagen, ne? Genau. Aber der wird auf jeden Fall noch weiterhin verwendet werden. Und die Farbe passt auch wohl, ne? Da bin ich jetzt nicht zu hell für. Also, das passt ganz gut. Jo. Ne? Freue ich mich, dass ich ihn wieder drin habe, tatsächlich. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das ist neu. Das hatte ich nicht in dem Adventskalender von Nasink oder so, London. Das ist ein Nagellack in der Farbe Victory Place. Ja, scheint ganz cool zu sein. Werde ich mal ausprobieren und austesten. Hallo? Hallo? Wie macht man das? Achso, das ist halt wie so ein... Wie bei den Catrice Nagellacken auch, dass du das eine Ding abdrehen musst, abziehen musst und dann kannst du es erst aufdrehen. Ja. Ne?
Das scheint eine ganz gute Geschichte zu sein, werde ich jetzt mal austesten. Ich mag auch die Farbe, ehrlich gesagt, sehr gerne. Das ist so ein rosa Schimmer, Perlmutt-Dings. Wird getestet, werde ich benutzen. Dann habe ich hier drin, das wird aber weiter wandern, das fand ich sowieso schon furchtbar, von Lollipops, den Fluid Glowy Fluid Illumineur. Das ist, glaube ich, ein Highlighter, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und Flüssig-Highlighter mag ich ja gar nicht. Es sei denn, das ist so ein Flüssig-Ding, was man sich über Full Face gibt. Ja, Face Liquid Highlighter. Ich lies mal kurz nach. Ja, also das ist nicht für Full Face gedacht, das ist tatsächlich als Highlighter gedacht, dass du es hier drauf machst oder wie auch immer. Ich mag keine Creme-Highlighter, deswegen wandert das weiter. Von Pixie by Petra, da war ich, ja, das ist auch, glaube ich, die gleiche Farbe, wie ich schon hatte. Beach Rose Fresh Face Blush. Komm, den testen wir aber dennoch jetzt aus, das ist mir so. Pixie ist ja eine geile Marke, wo ich ja unfassbar, unfassbar gerne mehr Produkte von testen würde. Das ist aber alle nicht so einfach, weil das gar nicht mal so günstig ist. Ja, der riecht eigentlich, ne, wie ein Blush halt riecht. Sieht ziemlich dunkel aus, was ich persönlich aber auch begrüße, wenn das halt nicht zu hell ist oder so. Okay, es wirkt wirklich sehr braunig, ne? Sehr rostig. Und dann trage ich mir den einfach mal auf. Gut, ich habe jetzt keine Foundation oder so drauf. Huch, der krümelt schon extrem. Sieht man das? Das ist schon heftig, ne? Okay. So ein Zwischending zwischen Bronzer und Blush, würde ich mal so sagen. Aber irgendwie mag ich das. Irgendwie gefällt mir das. Irgendwie passt das auch sehr, sehr schön jetzt zum Sommerlichen und so. Ne? Irgendwie ist das schön. Sehr natürlich und sieht so leicht gebräunt aus, als würden quasi meine Sommersprossen einfach ein bisschen doller sein, ein bisschen mehr durchscheinen. Jetzt habe ich mir eine sehr rote Nase geschminkt. Läuft. Ja, ich übertreibe es jetzt gerade auch ein bisschen mit dem flächenmäßigen Auftragen, aber so sieht man den halt wenigstens auch richtig, ne? Das ist jetzt, wenn ich den nur so dezent gesetzt hätte, dann hättet ihr wahrscheinlich nicht allzu viel davon gesehen. So. Abgesehen davon, dass er krümmelt, finde ich den ganz cool. Ja, den werde ich auch weiter verwenden und auch mal in den Look integrieren, um das Ganze dann halt auch wirklich mal in einem Look zu testen und nicht nur so eben auf den Wangen zu haben, ne? Da braucht man ein bisschen mehr noch mit der Base und so, ne? Eine Mascara habe ich hier drin, die tatsächlich weiter wandern wird, weil die hatte ich schon mal. Und ich habe mittlerweile eine sehr, 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 sehr gute Alternative dazu. Und zwar die L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara. Ja, die ist so ähnlich, aber besser. Und die Duze Mascara, die ich hier habe, Punk Volumizer Mascara, ist cool. Die hatte ich auch schon mal in einem Mascara-Test getestet und fand sie auch wirklich toll. Bis ich dann irgendwann mal die Paradise Ecstatic ausprobiert habe und gemerkt habe, dass diese hier nicht dagegen anstinken kann. Ich lasse sie jetzt auch zu, glaube ich. Ja, ich glaube, besser ist das, ne? Ja, die hat auf jeden Fall ein ultra krass großes Bürstchen und sie ist schön. Man muss halt wirklich vorsichtig mit ihr umgehen, um dann halt auch wirklich die Wimpern dezent zu trennen und jetzt nicht irgendwie sich mega klumpige Wimpern zu machen, weil da halt sehr, 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 sehr viel Produkt mit rauskommt. Da muss man einfach aufpassen. Wenn man das aber macht und sich wirklich Zeit dafür nimmt, seine Wimpern zu tuschen, dann kriegt man ein wundervolles Ergebnis. Ich kriege aber ein schöneres mit der Paradise Ecstatic. Ja. So, ein weiteres Produkt, was hier mit drin ist, ist von Nip & Fab das Hydrate Dragons Blood Fix Plumping Serum. Das habe ich auch tatsächlich schon aufgebraucht gehabt und das fand ich ganz gut, deswegen das wird auch weiter wieder von mir mal wieder verwendet werden. Dragon's Blood, ja, ist wahrscheinlich mit Drachenfrucht drin oder so, soweit ich mich erinnere. Und Plumping Serum, ja, ne, also das hat meine Haut schön aufgepolstert, beziehungsweise einen aufpolsternden Effekt gegeben und alles irgendwie, weiß ich nicht. Hat mir gut getan, hat mir gut gefallen und wird jetzt auch wieder verwendet werden. Dann habe ich hier, ich habe hiervon schon ein Backup da, aber gut, ich weiß, dass es arschteuer ist, ich weiß nicht, 45, 46 Euro. Mitchell & Peach Flora Number 1, das Fine Radiance Face Oil. Dieses hier wird genauso wie das, was ich schon da habe, in eine Verlosung wandern. Ich glaube, das gleiche hatte ich jetzt letztens auch in der Luxury Box mit drin und ich habe es auch schon einmal aufgebraucht, also das wird weiter wandern. Dann habe ich hier von Icofat den Eye-Stick in der Farbe, nein, den Eye-Stick Satin in der Farbe Intense Color and Glossy Finish. Ich weiß es nicht, das steht hier so nicht drauf, welche Farbe das genau ist. Es ist auf jeden Fall diese hier. Den hatte ich auch schon mal, den habe ich auch schon mal aussortiert und
Huch. Und deswegen wird er auch aussortiert werden, beziehungsweise in eine Verlosung gegeben werden, weil bei mir hat er halt, der ist nicht sitzen geblieben, der ist mir in die Falte gerutscht, ich habe nun mal Schlupflieder, ne? Und da muss man halt wirklich immer aufpassen und deswegen wird er auch in eine Verlosung wandern. Dieses Gesichtspeeling wird, ich weiß es noch nicht, von Unani das Smoothing Facial Scrub in Orange, Fresh Food Skincare. Das habe ich schon zweimal aufgebraucht tatsächlich bislang. Fand es bislang eigentlich auch ganz gut, auch wenn ich einfach keinen Orangeduft mag, aber es war schon okay. Ich fand es ein bisschen hautirritierend, aber nur ein kleines bisschen. Ja, ich glaube, das werde ich auch wieder verwenden. Ja, so wie ich mich kenne, werde ich das tun. Dann habe ich hier, der wird auch weiter wandern, von Bella Pierre Cosmetics, Kiss Proof Lip Finish. Das hier, meine Lieben, ist ein Lipgloss, der machen soll, dass dein nicht kussechter Lippenstift kussecht wird. Habe ich mit euch auch in dem Glossybox Adventskalender Unboxing getestet, hat nicht funktioniert. Das heißt, er hat den Lippenstift nicht kissproof gemacht und das finde ich dann halt irgendwie so, ja, warum packt ihr den in die Box, Leute? Was soll das? Also warum wird sowas überhaupt entwickelt? Und ja. Ne, ist halt so ein ganz klarer Lipgloss, ganz einfach. Den machst du dir über deine Lippen drüber und hast dann einen Kiss-Proof Lipstick. Angeblich, meiner Meinung nach, hast du es dann nicht. Ja, weiter wandern, definitiv. Ein Highlighter-Pinsel von Luxie, der wird weiter wandern, weil ich mittlerweile so viele Highlighter-Pinsel von Luxie habe, dass ich jetzt nicht irgendwie zigmal den gleichen brauche. Ja, man muss sich auch mal von Dingen trennen. Ich weiß, dass es ein guter Pinsel ist, dass es ein teurer Pinsel ist, dass es ein schöner Pinsel ist, aber ne, also der trägt dir den Highlighter wundervoll auf, ist schön fluffig, ist klasse, aber wird weiter wandern, weil ich brauche keine 20 Highlighter-Pinsel. Und ihr Lieben, das war der Inhalt der Box. Gespaltene Meinung, oder? Naja, also ich habe jetzt einiges auch ausgetestet. Ich hole dich mal kurz näher ran. Sei nicht allzu irritiert von meiner Haut, die ist aktuell nicht so, wie sie sein sollte. Wetterumschwünge und was nicht alle das alles gemacht haben. Und ein Waschgel hat mir nicht gut getan, das von Neutrogena. Das Skin Detox hat leider nicht gut bei mir gemacht. Das hat mir Unterlagerung gemacht, das Viech da. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ja eben den Concealer aufgetragen und ich habe den Lippengedöns aufgetragen. Also, den Concealer können wir uns mal angucken. Ich gucke mir das nicht im Display an, ich gucke mir das im Spiegel an. Den ansonsten sehe ich nichts. Genau, also, der Concealer ist, ohne dass ich ihn von Namen aufgetragen habe, muss man ja auch sagen, eigentlich ganz gut jetzt so vom Finish her, ist nicht in die Fältchen gekrochen. Hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich so böse meine Augen zusammenkneife, sieht man das manchmal. Hier, ne, dass man das da so sieht. Ne? Das müsste ich jetzt quasi nochmal ausblenden, aber ich habe sie auch mit dem Finger aufgetragen. So, wenn man das so ein bisschen ausblendet, dann ist es auch schon wieder weg und sieht wieder besser aus. Von den Lippen her, ja, also hier habe ich dieses Lip Treatment aufgetragen und hier nicht. Ich finde, dass ich keinen Unterschied feststellen kann. Beides sieht gleich aus. Beides fühlt sich auch gleich an, wenn ich mit dem Finger drüber gehe. Ja, übrigens, ne, da von dem Sleek Matt Lip Gedöns, da kriegst du nichts auf den Finger. Ja, sieht beides gleich aus. Also da kein Unterschied, halt hauptsächlich vielleicht als Lippenpflege zu verwenden. Aber ja, macht jetzt nicht das Finish anders, ne? Ja, Leute, also umgehauen hat mich die Box nicht. Definitiv, da hätte ich für die 45 Euro wahrscheinlich Produkte bekommen, die ich irgendwie cooler gefunden hätte und hätte mir die selber aussuchen können. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie... Hat sich jetzt nicht so ultra gelohnt, ne? Naja, trotzdem. Ich habe es bestellt, ich mache eine Verlosung, ich ziehe das Ding einfach mal durch. Ein Teil der Produkte, also die ich hier halt so reinsortiert habe, die werde ich ja auch weiter benutzen, ne? Das wird auch nicht weiter wandern, das lasse ich halt auch erstmal drin bei mir. Und die Produkte, die hier drin sind, die werde ich jetzt demnächst in Verlosung oder so packen. Also ich sag mal gut, die Hälfte der Produkte werde ich weiterverwenden. 7, 8 Produkte. Guck, ein Produkt mehr als die Hälfte. Das ist doch auch mal ganz nice. Ja. Denk an die Verlosung. Alles dazu steht unten in der Infobox. Hier blende ich dir mal den Gesamtwert ein. Wie gesagt, es soll ja ungefähr bei 220, 230 Euro liegen. Ja, wird's auch wohl, ne? Gehe ich mal von aus. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video an sich gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir.
Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!